Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch ja versprochen, ich wollte euch zeigen, wie man zum Beispiel solche Files, die ihr bei Thingiverse oder bei anderen Seiten finden könnt, die STL-Dateien, wie ihr die sofort an euren Drucker oder einfach an euren Drucker schicken könnt. Ich suche mir jetzt mal hier den Crankstick dafür aus. Den möchte ich mal für mein Fahrrad ausprobieren, um zu gucken, ob das Ganze klappt. Dafür lade ich den runter. Dann gehen wir jetzt hier in die App, die bei der Tina 2S dabei ist. Dauert einen kleinen Moment, bis die auf ist. Dann gehen wir hier unten auf diesen Mischpunkt. Und dann gehen wir hier oben in meine Modellbibliothek. So, ihr seht, ich habe hier schon einige Sachen reingeladen. Und wir gehen hier auf Hochladen, gehen auf Modell hinzufügen. Und jetzt muss ich bei mir hier in meinen Downloads raussuchen, die richtige Datei. In dem Fall ist es hier dieser Crankstick, den lade ich jetzt rein. Und jetzt gehe ich hier unten auf Nächste. Ich könnte hier jetzt noch was hinzufügen, eine Modellbeschreibung oder zum Beispiel jetzt noch hinzufügen, wie viel Grad und alles Mögliche. Ich gehe auf Einreichen und dann dauert es einen Moment und dann ist das Ganze schon drin. Hier ist der Crankstick jetzt und den schicken wir jetzt an den Drucker. Dazu klicke ich hier drauf, sage hier, ihr seht, der passt hier überall, er passt das, also es würde passen. Für die Geräte könnt ihr das anpassen hier drin. Ich gehe auf Drucken. Der Drucker ist online. Ich will mit PLA drucken. Ich will normal drucken. Ich könnte hier noch schnell drucken oder höhere Qualität oder Brauch. Weiß ich nicht, was das ist. Ich sage Anfang. Ihr seht, er wandelt das jetzt um. Der Druck wird circa 47 Minuten und 32 Sekunden dauern. Und wenn wir jetzt hier oben gucken, dann 100% ist jetzt rüber geschickt und zack, kann ich jetzt hier den Druck starten. So einfach geht das. Ihr habt dann allerdings nicht eure persönlichen Einstellungen aus dem G-Code mit drin, sondern einfach nur diese STL-Datei ganz einfach umgewandelt. In dem Fall wird es vermutlich funktionieren. Ich muss jetzt mal gucken, was die Temperatur macht. Da muss ich sonst eventuell auf 210 Grad noch stellen, aber das ist ja auch kein Problem. Im Moment läuft noch, aber es ist 215, ist mir ein Ticken zu heiß eigentlich, stelle ich ein bisschen runter. So, ich möchte nur 210 hier haben und das Druckbett möchte ich aber auf 200, nicht auf 200, auf 55 Grad haben. Da habe ich eigentlich so die besten Erfahrungen bei mir jetzt mit diesem eingespannten PLA gemacht. Und deswegen stelle ich das jetzt hier auch wieder ein. Dann gehen wir hier wieder hoch. Und ja, dann wird das Ganze jetzt gleich gedruckt, sobald die Temperaturen hier erreicht sind. So, das Ganze hat jetzt angefangen zu drucken. Ich mache mal Zeitraffer davon, den packe ich euch mit ins Video. Und ihr seht hier, dass das Ganze druckt. Der Filamenthalter funktioniert auch. Ihr seht, die Rolle dreht sich schön langsam. Ich habe es ein bisschen anders gestellt, damit es da gerade hochgezogen wird. Und ja, dann schauen wir mal, was am Ende so rauskommt bei der ganzen Sache. So, das gute Stück ist fertig. Es hat jetzt 50 Minuten gedauert, allerdings inklusive Aufheizen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht, das Raft ist drunter gedruckt worden. Wir nehmen es mal. Ja, und dann haben wir jetzt unser Crank-Tool. Ich werde jetzt mal unten gucken, ob es ans Fahrrad passt und ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, packe ich euch die STL-Datei unten mit in die Beschreibung rein, weil sie ist ja kostenlos. So, wir müssen jetzt leider ein bisschen erfinderisch sein, weil ich kein Stativ mit unten habe. Also das ist das Teil. Das klemmen wir jetzt hier so hin.
dann drehe ich meine Kurbel. Dann klemmt sich das hier so rein und dann dreht sich meine Kette mit. Sehr genial, funktioniert, Geld gespart, für 3-4 Cent das Ganze gedruckt und dann kann man es so wieder rausnehmen. Also ich kann es empfehlen für E-Bikes, weil ohne das Teil hat man das Problem, dass die Kette sich nicht mitdreht. Also im Schnitt, wir hatten mal geguckt, braucht sie eigentlich so 40 Watt die Stunde, wenn sie normal druckt. So, hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.